So, liebe Leute, wir sind wieder da. Ich hoffe, ihr seid auch da. Ich freue mich, wenn ihr eingeschaltet habt. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Wie immer mittwochs eine offene und freie Runde. Also, wenn ihr gerne mit mir sprechen wollt, dann ran ans Telefon 0800 220 5050 oder mailt domian@wdr.de. Ich bin sehr gespannt auf euch und eure Anrufe und freue mich auf meinen ersten akustischen Gast. Das ist nämlich die Petra. Und Petra ist 25. Guten Morgen, Petra. Ja, hallo. Hallo, Petra. Um was geht's bei dir? Ja, ich rufe eigentlich wegen gestern an, wegen dem Thema gestern, aber auch eigentlich wegen dem Thema morgen schon. Ah ja, also gestern war das Thema jung und vom Schicksal geschlagen und getroffen. Genau. Morgen heißt das Thema, ich kann mein Glück kaum fassen. Genau. Jetzt bin ich gespannt, wie das jetzt alles zusammenkommt. Ja, also ich habe eine Krankheit gehabt. Das nennt sich Mitchell-Syndrom, das wird keiner kennen, denke ich. Wie heißt das? Mitchell-Syndrom. Nee, habe ich auch noch nie gehört. Mhm. Und ja, also ich habe das schon seit Kindesbeinen an. Also meine Eltern haben immer gedacht, ich wäre zu faul zum Laufen, als ich aus dem Kinderwagen rauskam. Ja, was ist das denn genau für eine Krankheit? Und ja, das ist so, dass sich das Blut in den Beinen, das pumpt in die Gefäße rein und kommt nicht wieder zurück. Und das Blut fängt quasi an zu kochen und die Beine werden auch heiß. Es ist ein wahnsinniges Hitzegefühl da. Die Beine werden rot. Also es gibt keine Durchblutung in den Beinen. Genau. Das Blut wird reingepumpt und es bleibt in den Beinen. Genau. Und ich weiß nicht, wie es ist, wenn jemandem die Knochen zermahlen werden, aber so habe ich es mir damals vorgestellt. Also 500 Meter waren für mich damals richtig viel. Als Kind? Also ich konnte überhaupt nicht laufen, es war überhaupt kein normales Leben möglich. Sah man das denn auch, dass die Beine irgendwie dick wurden oder rot wurden? Also sie waren prall, also wenn man sie angefühlt hat, wenn man so richtig dicke Beine hat, wenn man viel gelaufen ist zum Beispiel, dann hat man das ja auch manchmal. Aber wenn man als Kind... wenn man das von Kindesbeinen an hat, also von Anfang, von Geburt an hat, dann hält man das doch für normal wahrscheinlich, oder? Ja, ich habe es auch als normal angesehen, denke ich. Aber ich habe dann auch mal gesagt, also ich habe Schmerzen, ich kann nicht mehr weitergehen als Kind. Vor allen Dingen den Kindergärtnerinnen ist es aufgefallen, dass ich dann halt nicht so laufen konnte wie die anderen Kinder. Und ja, ich bin dadurch auch sehr dick geworden natürlich, ne? Weil als Kind isst man dann ja normal, aber ich hatte ja überhaupt keine Bewegung. Also konntest schon gehen, aber das war beschwerlich und am liebsten... Wahnsinnig beschwerlich. Ja. Vor allen Dingen als Kind, wenn man dann Schmerzen hat, dann läuft man ja erst recht. Ja, ja. In welchem Alter hat man das denn diagnostiziert, dass da wirklich eine Krankheit und dann sogar diese offensichtlich seltene Erkrankung zugrunde liegt? Richtig diagnostiziert hat man das erst mit 12 oder 13. Man hat mich überall hingeschickt, in sämtliche Rheumakliniken, zu allen möglichen Krankenhäusern, Ärzten. Alles, die haben wirklich alles ausprobiert. Und mit 13 hat man das dann festgestellt, 12, 13, dass es das ist. Und hat mich dann auch in die Hautklinik geschickt, weil es hat auch was mit der Haut zu tun. Und hat mir aber so richtig wissen, was sie damit machen sollten, wussten sie auch nicht. Mhm. Also die meisten Ärzte mussten sich dann selber erst durchlesen und selber erst gucken. Und nochmal zum Verständnis dieser Erkrankung. Wenn das Blut in die Beine gepumpt wird und dort bleibt, würde ich so als Laie denken, das kann ja gar nicht sein, weil das Blut muss ja immer fließen. Ja, so ein bisschen kommt ja auch wieder raus, ne? Aber es kommt halt zu langsam. Ja, und das war dann immer eine Erleichterung, wenn du dich hingesetzt hast und hast die Beine hochgelegt. Kühlen war immer eine große Erleichterung. Also ich bin im Winter noch mit Sandalen durch die Gegend gelaufen, weil ich konnte überhaupt nichts Warmes an meinen Beinen haben. Wie viele Menschen in Deutschland, weißt du das, haben dieser... Ich kenne nur zwei. Nur zwei Menschen in Deutschland. Und weißt du weltweit? Weltweit, also mittlerweile bin ich ja in ständiger ärztlicher Kontrolle und in Amerika soll das ja populär sein. Also da soll man viel mehr davon, was heißt populär, aber man soll viel mehr davon wissen. Man ist da viel weiter in der Forschung hier. Also wenn man das irgendeinem Arzt erzählt, keiner weiß was darüber. Kann man das medikamentös behandeln? Ja, dann hat man natürlich alles Mögliche ausprobiert, bis hin zu Opiaten. Ich bin dann auch opiatsüchtig, also ich bin opiumsüchtig geworden mit 18, 19, 20. Dadurch ist es noch viel schlimmer geworden mit den Schmerzen. Ich hatte das dann auch an den Händen, in den Armen, also ein normales Leben war gar nicht mehr möglich. Ich habe dann wirklich nur noch im Bett gelegen. Ich konnte gar nichts mehr. Also die ganze Jugend, die ganze Kindheit und Jugend und das junge Erwachsensein war komplett geprägt von dieser Erkrankung. Ja, auf jeden Fall. Also ich wusste auch nicht, wie es weitergehen sollte, weil alle haben eine Ausbildung angefangen und
ja, was machst du? Ich wusste es nicht. Also ich konnte noch nicht mal irgendwie eine Tätigkeit, eine leichte Tätigkeit machen, irgendwie im Büro oder so. Ja. Weil es ist dann ja auch später in den Händen angefangen. Ich konnte ja noch nicht mal meine Hände richtig bewegen, weil das tat dann ja alles sofort weh. Bewegung hat sofort weh getan. Jetzt gucke ich nochmal hier auf meinen Computer und sehe, dass du 25 Jahre alt bist. Und hast gerade am Anfang gesagt, eigentlich könnte ich auch zu dem morgigen Thema anrufen, nämlich ich kann mein Glück kaum fassen. Schließe ich daraus, dass irgendwas Wunderbares passiert ist, dass es dir sehr viel besser geht? Genau, also man hat mir dann prophezeit, dass es vielleicht weggehen könnte, dass es aber auch sehr wahrscheinlich noch schlimmer wird, weil Arterien gibt es auch am Herzen. Ja, und man hatte halt nur ganz, ganz wenig Fälle und diese Fälle, da gab es zwei Frauen, da ist es in der Schwangerschaft weggegangen, also durch irgendwas Hormonisches. Und einen Fall gab es, da ist es in der Pubertät weggegangen, es gab Fälle, die sind da hat man das, also man hat vermutet, dass es das, diese Krankheit war. Ja. Man wusste es nicht direkt, also man weiß wirklich gar nicht. Was ist bei dir passiert? Ja, bei mir, ich habe dann Cortison gekriegt. Habe ungefähr 40 Kilo abgenommen. Abgenommen? Ja, weil ich sehr, sehr dick war. Man hat also, das war Frust. Normalerweise hört man ja immer, wenn Leute Cortison bekommen, dass sie zunehmen. Ja. Bei dir hat du... Ich habe vorher 40 Kilo abgenommen und weil das war ein reines Frustfressen. Also ich bin sowieso ein bisschen pummelig gewesen, weil keine Bewegung da war und dann auch noch Frustfressen. Und habe dann 40 Kilo abgenommen, habe dann Cortison gekriegt, habe dann ein bisschen wieder zugenommen, klar. Ja. Hält sich aber an Grenzen und es war auf einmal weg, von heute auf morgen. Ich habe dann Das Cortison hat dich von der Krankheit erlöst. Genau, ich habe dann immer noch so Schübe gehabt, dass ich so zum Winter hin oder zum Sommer hin, so zum Jahr, also zum Wechsel hin, so ein bisschen das ab und so zwei, drei Wochen hatte, dass ich nicht gut laufen konnte. Ja. Aber das war nicht gut laufen. Das war. Und heute kannst du ganz normal dich bewegen. Ja. Ohne irgendwelches Brennen in den Beinen, Schmerzen in den Beinen. Das ist ja wirklich sehr spektakulär. Also spazieren zu gehen oder so, das kannte ich ja alles gar nicht. Joggen zu gehen oder sonstiges, das kannte ich alles überhaupt nicht. War denn diese Sache mit dem Cortison, war das so ein Schießen in den Nebel von den... Genau, das war so ein Probieren. Wir können ja mal probieren. Das heißt, auch in den USA hat man da keine Therapiemethoden bisher... Doch, man hat in den USA, daher haben sie das halt. Aber es gab noch keine... Achso, es gab schon so ein Indiz, genau, kam aus den USA. Indiz, die haben das in den USA gemacht, aber man hatte keine Langzeitfolge, ob das jetzt wirklich damit aufhört oder nicht. Das ist ja spektakulär. Ja. Das ist ja spektakulär. Das heißt, jetzt seit wann bist du gesund quasi? Na, so seit 3 Jahren. Seit 3 Jahren? Mhm. Jetzt bist du 25, bis zum 22. Lebensjahr quasi unter dieser Krankheit gelitten. Ja. Und auch mit der großen Angst, das behalte ich mein ganzes Leben oder werde vielleicht sogar früh daran sterben. Und dann ist es plötzlich. Das war ja auch kein normales Leben für mich. Also, das heißt, du hast doch dann keine Ausbildung bis dahin gemacht. Ich hatte keine normale Partnerschaft. Also, ich hatte zwar 2, 3, aber die kamen alle da nicht mit klar. Du musstest dann oder hast dann wahrscheinlich alles turbomäßig nachgeholt ab 22, oder? Auf jeden Fall. Ja, was hast du gelernt? Ich habe Erzieherin gelernt. Erzieherin, ja. Und führst jetzt auch eigentlich ein ganz, ganz normales Leben und halt wie jemand mit 25 so lebt. Ja, also ich hab jetzt seit einem Jahr einen Freund und wenn ich dem das so erzähle, der kann sich das gar nicht vorstellen. Ist denn, ich könnte mir vorstellen, wenn man über lange Jahre so eine schwere Erkrankung hat und dann quasi wie durch ein Wunder geheilt wird, hat man da nicht die Angst, es könnte wieder irgendwann zuschlagen? Jeden Tag. Ja, das glaube ich. Also ich habe das ganz, ganz selten noch, wenn es jetzt richtig heiß im Sommer ist, dass es so ein bisschen wehtut. Und jedes Mal denke ich mir dann die 2, 3 Tage, wo es dann wehtut, oh Gott, kommt es jetzt wieder? Ist es jetzt wieder so weit oder so? Aber immerhin hast du jetzt das Wissen, dass sollte es, wir wollen das natürlich nie und nimmer hoffen, dass man dann vielleicht nochmal seine Cortisonbehandlung machen könnte. Aber da müssen wir gar nicht drüber reden jetzt. Nee, also ich spritze mir noch immer jeden Tag Cortison. Ach so, das hält an. Also ich habe mir jetzt immer jeden Tag Cortison gespritzt, dann hat man es jeden zweiten Tag gemacht und jetzt mache ich es einmal die Woche noch. Ach so, du fährst da so ganz allmählich runter. Genau. Und dann will man mal gucken, ob es dann ganz ohne geht oder ob man dann immer noch jeden Tag hat. Und das läuft alles in guter ärztlicher Betreuung. Ja, ich gehe dann halt jeden Monat oder alle 2 Wochen einmal zum Arzt. Du hast gerade gesagt, es gibt noch, deines Wissens, noch einen Menschen in Deutschland, der das hat. Ja, an der französischen Grenze gibt es eine Frau. Hast du dir das gesagt, wie du dich behandelst? Per Internet hatte ich mit der Kontakt. Aber die ist schon weitaus älter als ich. Ja. Und sie versucht es auch, aber bei ihr ist es nicht so schnell. Also es hat sich eine Verbesserung eingestellt, aber es ist nicht so schnell. Und weil jetzt auch wirklich
also mein Arzt hat mir auch gesagt, er glaubt, dass es ganz, ganz viele Leute gibt, die das haben in Deutschland. Und man weiß es gar nicht. So wie in Amerika, aber die werden auf Rheuma. Ach, verstehe. Da wird das auf Rheuma geschoben, ja. Weil da gibt es ja auch immer so krampfartige Beschwerden oder dass ein Hitzegefühl da ist oder so. Weil es ist halt immer so ein bisschen unterschiedlich, die Frau, die das hat. Vielleicht ist der eine oder andere jetzt gerade hellhörig geworden, deswegen sag doch nochmal den Namen der Erkrankung. Mitchell-Syndrom. Mitchell. M-I-T-C-H? Genau. Mitchell. Also das englische Wort Mitchell. Genau. Mitchell-Syndrom. Das hat ein Herr Mitchell rausgefunden. Ja. Und deswegen Mitchell. Was glaubst du, Petra, welche Spuren hat diese Erkrankung in all diesen Jahren, deiner Kindheit, Jugend und jungen Erwachsenseins, welche Spuren hat diese Krankheit hinterlassen für dich? Ja, also einmal, dass ich natürlich diese 40 Kilo abgenommen hatte. Ich glaube, das prägt und zeichnet den Körper ja schon. Mhm. Und seelisch? Ja, seelisch vor allen Dingen auch von dem Opiatentzug. Das war eine ganz schlimme Zeit. Mhm. Also auch gegenüber meinen Eltern. Also meine Eltern standen immer hinter mir und es tut mir jetzt noch leid. Dann haben sie mich immer gefragt, ja, hast du was genommen? Und ich habe sie angelogen, weil ich war so krank und süchtig, dass ich gesagt habe, nein, habe ich nicht gemacht. Könnt ihr mir aber auch vorstellen, dass man, so wie das so viele meiner Anrufer erzählen, die so etwas Schlimmes hinter sich haben oder hatten, dass man das Leben anders sieht, wenn es einem dann gut geht. Ja, auf jeden Fall. Und es mehr wertschätzt und es mehr genießt und froh ist und vielleicht auch bescheidener ist. Ich weiß nicht, also ich glaube, ich sehe das ganz oft bei Freundinnen oder so, die sich über Dinge freuen, die nur großartig ist. Also so wahnsinnig, das muss schon was Tolles sein. Mhm. Und ich kann mich schon über Kleinigkeiten freuen, denke ich mir manchmal. So wie wenn mein Freund dann überraschend kommt oder so. Ja. Dann denke ich nur, wow. Und wenn wir dann irgendwie eine Runde spazieren gehen mit dem Hund, Riesenrunde, und ich komme nach Hause und ich hatte keine Schmerzen, dann freue ich mich manchmal wahnsinnig. Ja. Ich kann mich dann manchmal freuen wie ein kleines Kind an Weihnachten. Liebe Petra, schön, dass du angerufen hast. Schön, dass wir haben reden können, wir beide. Und ich wünsche dir, dass du die Cortisonbehandlung ganz runterfahren wirst irgendwann. Ja. Und dass es dir dann prächtig geht und diese schlimme Krankheit nie wieder auftaucht. Vielen Dank. Alles Liebe, alles Gute. Ja, ich wünsche dir das auch so. Du bist echt ganz toll. Ich gucke dich, wann ich dich gucken kann, und du bist wirklich super. Sehr nett, freut mich, dass du sagst. Tschüss, alles Tschüss. Gute. Tschüss. Ihr Lieben, ja, wir haben es gerade ja schon angedeutet oder schon gesagt. Morgen haben wir ein Thema, und morgen heißt das Thema: Ich kann mein Glück kaum fassen. Morgen möchte ich mit glücklichen, mit rundherum glücklichen Menschen sprechen. Mit Leuten, die ja vielleicht einfach nur so per se wahnsinnig glücklich sind. Warum auch immer. Dann würde ich gerne mit Leuten reden, die vielleicht auch im Liebesglück schwimmen. Das ist ja auch immer ganz schön, das mal zu hören. Oder Leute, die, wie wir das gerade von Petra gehört haben, die eine schwere Krankheit besiegt haben und deshalb sagen, ich kann mein Glück kaum fassen, die einen großen Gewinn vielleicht gemacht haben oder die ganz einfach ein großes Ziel, ein Lebensziel, was auch immer, geschafft haben, erreicht haben und sagen, ich kann mein Glück kaum fassen. Das ist unser Thema morgen, und wenn ihr gerne mit mir reden wollt, dann meldet euch per Mail rund um die Uhr oder ruft morgen ab 0 Uhr an. Ich kann mein Glück kaum fassen. Hier ist Sabrina. Sabrina ist 29. Guten Morgen. Ja, guten Morgen, Jürgen. Sabrina. Ich möchte erstmal sagen, dass deine Sendung total gut ist, dass ich die auch so viel wie möglich höre. Sehr nett von dir, vielen Dank. Ja, mein Thema ist Flugangst. Flugangst? Ja. Oh weia. Ich leide an Flugangst. Da ist nichts mit Billigfliegern mal durch die Welt zu jetten, hin und her? Ja, also das Problem ist auch, ich habe jetzt dieses Jahr jemanden kennengelernt im Ausland und bin öfter mal dahin geflogen jetzt die letzte Zeit. Wohin? In die Türkei. Das war schon ein paar Stündchen dann. Ja, genau. Mhm. Und jedes Mal, wenn ich im Flugzeug bin, dann fängt das an. Also ich bekomme erstmal direkt Durchfall. Ganz klar, aus Panik. Ja, aus Panik, ja. Genau. Und dann übergebe ich mich. Bis zu 6 Mal. Während des Fluges? Während des Fluges, genau. Mhm. Das ist quasi vorprogrammiert. Das ist vorprogrammiert, ja. Sobald ich einsteige, ist das so. Wie lange hast du das schon? Ich habe das schon ein paar Jahre. Ich muss aber auch dazu sagen, ich arbeite am Flughafen. Am Check-in. Ja. Ich check praktisch die Leute ein, auch die Flugangst haben.
Wie absurd, ne? Ich darf das natürlich nicht so erwähnen, dass ich überhaupt Flugangst habe. Nee, klar. Oder versucht die dann auch aufzumuntern, weil wir haben ja viele Passagiere, die Flugangst haben. Nur es fällt mir dann auch richtig schwer, die aufzumuntern. Du sagst, ich habe das ein paar Jahre. Warst denn früher mal ganz weg? Oder? Ich habe das früher gar nicht gehabt. Ja. Und dann bin ich irgendwann mal mit einer, damals gab es die Istanbul Airlines, damit bin ich mal geflogen mit einer 727 und da ist eine Turbine ausgefallen. Das ist eigentlich nichts Schlimmes, aber trotzdem, irgendwie war es richtig laut und seitdem habe ich da Probleme mit. Das war der Auslöser, weil da so eine Todesangst wahrscheinlich aktiviert wurde. Ja, genau. Bei dir, obwohl du weißt, dass das nichts so Schlimmes ist, aber durchaus hat man Angst, ist ja auch völlig klar. Ja. Beschreib mir das nochmal genauer, wenn du da in dem Flugzeug sitzt. Also du hast es gerade schon gesagt, dass du Durchfall hast, dass du dich erbrechen musst. In die Türkei fliegt man so 3 Stunden, ne? Ja, ungefähr. Circa 3 Stunden. Das ist ja dann wirklich die Hölle, diese 3 Stunden für dich. Das ist die absolute Hölle. Man schämt sich doch auch dann vor den Mitreisenden, wenn man erbrechen muss. Ja, genau. Ne? Vor allem schäme ich mich auch, wenn ich 30 Mal auf Toilette renne, während des Fluges. Deswegen versuche ich immer zu gucken, dass ich ganz hinten sitze, in der Nähe von der Toilette. Ja. Und weil es mir einfach unangenehm ist. Dann kannst du ja eigentlich schon von Anfang an der Stewardess sagen, so und so, ich habe das Problem und dass sie dich... Ja, das mache ich jedes Mal, aber das ist dann auch immer so blöd, weil die erzählen mir dann Sachen, die ich sowieso kenne oder ich weiß das alles. Warst du denn wegen dieser Sache schon mal bei einem Arzt, bei einem Psychiater vielleicht? Ja, war ich, aber das hat jetzt auch nicht viel gebracht. Das war auch so eine ganz komische Geschichte. Da war ich in Therapie gewesen, wollte eigentlich in eine Klinik gehen, in die Christoph Dornier Stiftung. Ich weiß nicht, kennst du bestimmt. Kenn ich sehr gut, halte ich viel von. Richtig, genau, aber die ist halt sehr teuer und deswegen hat mir mein Psychologe damals angeboten, der ist oft nach Dubai geflogen, kauf dir doch einfach ein Ticket, du fliegst dann mit mir mit. Da trennen sich dann... Bildchen, so Beruhigungspillen, die man sich da vorher reinpfeift, die vielleicht nicht so schlimm sind, aber einem dann für die 3 Stunden doch irgendwie helfen? Ja, doch, sowas gibt's, aber sowas darf ich nicht nehmen, weil ich sowas in Vergangenheit schon öfter genommen habe. Ach so. Also eine richtige Zwickmühle, in der du da steckst. Also ich darf da gar nichts nehmen. Mhm. Ich muss da einfach durch und es ist halt jedes Mal dasselbe Problem und... Ich bin sicher, unser E-Mail-Fach gleich wird überquellen vor Tipps und Ratschlägen, sicher auch interessanten Sachen, die die Leute jetzt dir weitergeben möchten. Ja. Es gibt bestimmt noch irgendwelche so mentale Trainings, die man da so, Art Yoga oder ich weiß nicht, was man da vielleicht irgendwie so machen kann, wenn man da dann sitzt in dem Flugzeug. Ja. Vielleicht wird ja der eine oder andere Zuschauer oder Zuhörer uns so etwas mitteilen und das reichen wir gerne an dich weiter. Ja, das wäre natürlich super. Hundertprozentig, ich bin sicher, irgendwas wird es geben und ich bin sicher, dass das betrifft viele Leute. Ja, und der eine oder andere wird das vielleicht durch irgendeinen geschickten Trick in den Griff bekommen haben. Ich krieg das ja auch beim Check-in mit. Also ja, genau, du kriegst es ja mit. Sehr viele Leute, die Flugangst haben. Ja. Wir haben sogar schon ein paar Leute ausgecheckt, die einfach nicht fliegen wollten. Mhm. Die standen vor der Maschine und haben dann gesagt, nee, ich flieg nicht mit. Ein Gepäck musst du da mit, weil wir das nicht ausladen konnten. Gab es da auch schon mal Fälle, dass alle Passagiere schon in der Maschine waren, die Luken schon geschlossen waren und dann jemand in Panik geraten ist und das Flugzeug quasi... Das hab ich nicht erlebt. Aber das gibt es bestimmt auch, ne? Ja, mit Sicherheit. Mhm. Mit Sicherheit. Ich meine, irgendwann kommt der Punkt, da geht's einfach nicht mehr. Ja, ja. Aber das gibt's mit Sicherheit. Wann ist der nächste Flug, sagst du? Am 6. November. Am 6. Das ist ja schrecklich. Da hat man ja schon Angst vor der Fahrt. Ja, das ist ja schrecklich. Und hatte wieder Angst vor der Rückfahrt. Ja, genau, du freust dich auf deinen Freund und dann... Genau. Und dann hat man wieder Angst vor dem Rückflug. Ja. Und mit dem Schiff in die Türkei fahren geht auch nicht, ist auch zu lang. Ja, ich habe mir schon überlegt, mit dem Zug oder so. Ah, ist weit, ne? Ja, wohin denn in die Türkei? Istanbul, das lohnt sich dann aber nicht. Nee, das ist so weit. Zug, 2 Tage. Ja, das kann man mal machen. Genau. Ich habe es einmal mal gemacht, ich würde es nie wieder machen, ich fand es grauenhaft. Was viel zu lang ist und, nee. Ja, das ist halt das Problem. Sabrina. Ja. Also ich hoffe erstmal auf die guten Tipps unserer Zuschauer. Und Zuhörer. Ja, das wäre natürlich super. Also das würde ich jetzt spontan mal sagen, das versuchen wir. Es kommt immer was Gutes rüber, wenn ich so einen Aufruf mache, bei Spezialfragen und speziellen Problemen. Wenn du schon in Behandlung warst und du kannst keine Medikamente nehmen, muss man einen Sonderweg gehen. Ja, genau. Ne? So, also das E-Mail-Fach ist geöffnet, domian@wdr.de. Bitte, ihr Lieben,
das möchte ich euch noch bitten, ruft nicht an wegen dieser Sache, wegen eines guten Tipps, denn dann sind unsere Leitungen blockiert. Das hatten wir neulich. Da lief gar nichts mehr, dann ging es nur noch um das Thema. Also Tipps für Sabrina in Sachen Flugangst, bitte nur mailen. Bitte, bitte nur mailen, sonst brechen unsere Leitungen hier zusammen. Super, ist total lieb von dir. Ich schicke dir dann eine Karte aus Istanbul. Würde ich mich sehr freuen. Genau. Sabrina, also wenn was Gutes kommt und ich bin sicher, es kommt was, wir schicken es dir. Super, vielen Dank. Alles Liebe. Ja, tschüss. Ich kann mein Glück kaum fassen. Das ist unser Thema morgen. Nochmal kurz erwähnt zwischendurch. Und heute sind wir ganz frei und offen für alle eure Themen, die ihr gerne hier besprechen wollt. Hier ist Ralf. Ralf ist 30 Jahre alt. Guten Morgen, Ralf. Ja, guten Morgen, Dominan. Domian, Entschuldigung. Das rutscht den Leuten schon mal raus, dass die Dominan sagen. Ja, tut mir leid, das war nicht mit Absicht. Ich wollte nur sagen, du hast eine wunderbare Sendung. Ich kenne dich schon seit 96, das sind seit 11 Jahre schon. Das ist dann eine lange Zeit, ja. Ja, und man guckt dich dann manchmal so oder so. Ich bin jetzt ein bisschen aufgeregt, weil ich zum ersten Mal bei dir durchgekommen bin. Ja, das legt sich gleich. Ja, ein bisschen Nervosität. Um was geht's denn? Um welches Thema? Ich habe leider ein sehr trauriges Thema. Mhm. Und also ich bin 30 Jahre alt, ich bin verheiratet und meine Frau, die stirbt an Krebs. Mhm. Und also das hat vor 2,5 Jahren angefangen und das ist im ganzen Körper jetzt verstreut. Wie alt ist deine Frau? 28. Was für eine Grundkrebserkrankung war es? Das war in der Brust, fing das an und jetzt ist es im ganzen Körper. Mhm. Und halt, es kam immer ein Rückfall, immer wieder und immer wieder und dann wieder Chemotherapien und dann das und dieses. Und jetzt ist man an einem Punkt angelangt, in diesem Sommer dachte ich halt, bis zu diesem Sommer dachte ich, sie wird ein medizinisches Wunder, weil man ja auch positiv denken sollte an diese ganzen Problematik. Mhm. Aber jetzt ist es halt wieder weitergegangen und die Ärzte haben mit mir gesprochen, haben gesagt, naja, wenn das nicht wirkt, dann dauert es vielleicht noch 4 oder 6 Monate. Mhm. Meine Frau geht äußerlich damit viel besser um, komischerweise. Sie sagt halt, was passiert, was muss, daran kann man nichts ändern. Mhm. Was kommt, wird sowieso kommen. Aber trotzdem merke ich halt ihre Angst. Ich meine, jeder hat Angst von uns zu sterben. Natürlich, ja. Habt ihr Kinder? Nein, leider nicht. Es liegt immer im Auge des Betrachters. Ich hätte gern Kinder gehabt, damit man vielleicht danach nicht so fällt. Also ich habe sehr viel Angst vor diesem Leben danach. Wie lange kennt ihr beiden euch denn schon? 12 Jahre. Und dieser Mensch hat mir viel Kraft gegeben. Jetzt kann sie mir keine Kraft mehr geben, was völlig in Ordnung ist, was ich auch akzeptiere. Wie geht es ihr denn ganz aktuell heute zum Beispiel? Sie ist halt sehr schwach. Sie ist im Krankenhaus und sie ist im Moment sehr schwach und sie hofft, dass sie da nochmal rauskommt und dass man dann noch was... Also man kann, alle Therapien sind jetzt abgeschlossen. Man kann nichts mehr... Nein, Therapien werden noch gemacht. Also die will sie auch machen, aber sie ist auch schon an einem Punkt angelangt, wo sie sagt, sie kann nicht mehr. Weil ich meine, irgendwann kann der Körper nicht mehr so vergiftet durch Chemotherapie. Was mich persönlich immer so aufregt oder so aggressiv macht, ist, dass die Medizin überhaupt keine Heilung hat. Weil das sind eigentlich, wenn man so überlegt, das sind deine eigenen Zellen, die dich kaputt machen und dass die das nicht in den Griff kriegen. Ja. Ich meine, wir sind nur Menschen, wir können nichts machen. Ich meine, ich dachte, dass ich vielleicht eines Tages mal Krebs kriege, weil ich lange, lange geraucht habe. Aber Gott sei Dank, ich habe nichts, ich kann für den Menschen da sein, aber ich weiß wirklich nicht, wie ich damit umgehen kann. Weil immer, wenn man dann mal alleine ist oder in der Wohnung sitzt, dann kommt der ganze Schmerz hoch. Ja. Wie glücklich und wie gesund der Mensch war und wie es jetzt so geworden ist. Und ich habe, dann denke ich einfach, ey, wenn sie stirbt, dann mache ich Ende mit mir. Redet ihr viel darüber? Nicht mehr. Ich hatte viel geredet, aber ich merke, dass sie das belastet. Weil sie auch nicht immer daran denken will. Das ist verständlich. Also habe ich das auch zurückgezogen, weil wenn du immer, musste ich auch erst lernen, ich habe es auch erst in diesen 2 Jahren gelernt, 2,5 Jahren gelernt, wenn du immer über Krankheiten redest, immer über Krebs, dann sagt irgendwann der andere Mensch, ey, ich kann das nicht mehr hören. Ich bin sowieso davon betroffen und ich will davon nichts mehr hören. Gibt es denn jetzt eine, ich meine, die Ärzte sagen das ungern, aber wenn man dann 4-mal nachfragt, sagt der eine oder andere Arzt dann doch mal eine Zahl. Wie ist die Prognose denn? Naja, wenn das im Gehirn ist, ist die Prognose sehr schlecht. Und ist das im Gehirn schon? Ja, da ist die Prognose immer schlecht. Ich habe selber Bücher gelesen, ich habe viel gelesen. Ich wollte, dass sie die gute Behandlung bekommt, dass sie die beste Behandlung bekommt. Aber ich habe einfach nur innerlich, ich bin so... Also, wie soll man, wir reden von Monaten. Ja, von Monaten. Und ich kann dir nur sagen, was ich dann immer persönlich aber auch sehe, was das eine, eins, das Positive an der ganzen Sache ist, muss ich dir auch wieder sagen, ist...
dass man das Leben viel anders sieht als vorher oder dass man sieht, wie wichtig eigentlich die Kleinigkeiten sind und wie unwichtig Geld, Arbeit, Reichtum. Es ist so schlimm, aber so ist der Mensch. Es ist so schlimm, dass man das erst einsieht im Unglück oder in der Traurigkeit. Ich war vorher schon so. Ich war immer dankbar, dass ich diesen Mensch hatte. Ich wollte nie mehr haben. Ich war immer glücklich, dass ich diesen Mensch gefunden habe, dass ich mit diesem Menschen eine Familie später gründen kann. Ich wollte nie mehr. Ich wollte nur ein bisschen finanzielle Absicherung, dass man halt ein Dach über dem Kopf zu essen hat, vielleicht mal einmal mehr im Urlaub fahren kann. Reicht. Ich war immer darauf dankbar. Und jetzt passiert genau das, was passiert, was ich vor immer mich befürchtet hatte. Und ich hatte komischerweise immer ein Gefühl in meinem Herzen, dass ich sie nicht lange habe. Ich kann es dir nicht erklären. Das war aber immer so. Es ist eine große Liebe. Ja, das ist meine große Liebe und ich denke so, man liebt nur einmal und man heiratet nur einmal, das ist meine Meinung. Ja. Und du sagst, es ist meine große Liebe, wahrscheinlich wird sie das auch so sagen, dass du ihre große Liebe bist. Richtig, genau, das ist auch so. Und dann ist es so, der Abschied fällt halt sehr schwer und ich sage einfach nur, ich bin halt ein sehr depressiver Mensch, ich bin halt so veranlagt, auch durch meine Kindheit, das ist jetzt ein anderes Thema, das ist nicht so wichtig. Hat sie denn, Entschuldigung, wenn ich unterbreche, Ralf, hat sie denn irgendwann mal was gesagt über die Zeit danach, wenn sie nicht mehr da ist, was sie sich wünscht für dich? Sie hat gesagt, sie wünscht sich, dass ich stabil bleibe und dass ich eines Tages doch mal wieder heiraten sollte. Und ein sehr großes Wort. Das heißt, was für ein großes Wort? Das heißt, sie wünscht dir eine neue Liebe sogar. Ja, das hat sie auch gesagt. Er sagt, bleib nicht so allein. Ich meine, sie weiß, dass ich das. Also ich sag mal so, ich war mal schwerst drogenabhängig und diese Frau hat mir das Leben gerettet. Und sie hat gesagt, wenn du danach damit wieder anfängst, dann ist das, was ich für dich getan habe, umsonst gewesen. So, dieser Satz sollte aber eingemeißelt sein in dein Gehirn. Ist er auch. Ja, der muss eingemeißelt sein. Ja, ist er auch. Ist auch. Bloß die Angst ist halt, man hat auch durch den ganzen Stress, ich habe meinen Job verloren, ich habe das verloren, weil ich auch immer für sie da sein wollte. Das ist jetzt alles nicht wichtig. Bloß ich sag halt immer, dieser Schmerz ist so betäubend. Klar. Dass du denn manchmal sitze ich den ganzen Tag hier und mache nichts. Ich esse manchmal 3 Tage gar nichts, dann rauche ich nur eine Zigarette eine nach der anderen. Aber das Wichtige ist ja, dass du jetzt gerade im Moment auch, musst du ja stabil und fit sein, um ihr die letzte Zeit von deiner Seite aus so schön wie möglich zu gestalten. Sie darf ja nicht sehen, dass du jetzt abstürzt innerlich. Ja. Das ist ja so eine Kraft, zu der man sich wirklich absolut zwingen muss. Sie hat es ja am schwersten, sie muss ja gehen. Genau. Und du musst alles dafür tun, aber das muss ich dir ja gar nicht sagen, dass es im Rahmen dessen für sie gut ist, noch bis dahin. Ja. Und was danach kommt, darüber kann man ja jetzt noch gar nicht spekulieren, was das mit dir machen wird. Aber ich finde diesen Satz so wahnsinnig, den sie gesagt hat. Das muss für dich ein Leitmotiv sein für dein ganzes Leben. Ja. Und für dich muss ein Leitmotiv sein, dass sie dich glücklich wünscht. Ich glaube, dass das so sehr hilft, wenn man einen Menschen verloren hat, dass man sich immer hineinversetzt, wie würde der gerne, was ich tun soll? Wie würde der das gerne haben? Richtig, stimmt. Das kann natürlich wird man immer wieder abstürzen in Verzweiflung und Traurigkeit, aber letztendlich helfen diese Überlegungen und diese Sätze, das glaube ich schon. Ich wünsche mir halt wirklich nur, dass ich vielleicht danach auch so einen Menschen kennenlerne, der vielleicht sowas auch erlebt hat, wo man mit ihm reden kann, was hat er gemacht oder was hat er für Strategien genommen, dass der Schmerz wird da sein, das ist richtig. Aber das gibt es ja mal, es gibt ja überall so Trauer-Selbsthilfegruppen, Trauerseminare, das ist ja ganz toll, dass sich das so in den letzten Jahren überall entwickelt hat, wo man wirklich Menschen trifft, die dasselbe erlebt haben. Und man unterhält sich mit diesen Menschen besser als mit jemandem, der es vielleicht gut meint, aber der so etwas noch nicht erlebt hat. Genau, weil viele meiner Freunde, die sind auch für mich da, also das muss ich sagen. Und aber die verstehen ein bisschen, aber sie können es nicht hundertprozentig verstehen, weil sie noch nie sowas erlebt haben. Ich bin ihnen auch nicht böse deswegen. Wir müssen sowas irgendwann mal alle mal durchmachen. Das ist sowieso im Leben normal, dass wir irgendwann mal Menschen verlieren, die wir sehr gerne haben. Und ich dachte, ich rufe dich auch mal an und ich will auch nochmal, wenn ich so mal sagen darf, an manche Menschen, die bei dir anrufen und ich will keine Probleme reduzieren, niemals, jeder Mensch hat seine Probleme
Bloß wo ich manchmal bei dir höre, manche Leute haben dann Probleme mit, ja, ich habe eine Frau, ich gehe fremd und so. Ich verstehe so eine Leute nicht, die Glück haben, die eine gesunde Frau haben, die eine intakte Familie haben, die finanziell auch Glück haben, dass sie sich durch ihre, wie sagt man, durch ihre innere Verlangen das so zerstören, dass sie nicht dankbar sind, das, was sie haben. Weil das kann von heute auf morgen zu Ende sein. Das kann von heute auf morgen alles zusammenbrechen, ja. Alles, ja, alles. Ja. Und Freunde sagen immer, ja, typisch immer so Leute, die treu sind, die kriegen eins immer drauf. Ich habe gesagt, ja, aber so ist das meistens. Das ist zu machen. Ja. Also ich kann nur hoffen, dass Leute, die jetzt auch zuhören, dass sie dann einfach auch mal drüber nachdenken, man lebt nicht ewig. Und das ist meistens, macht man sich das vor. Aber so ist das nicht. Lieber Ralf, ich würde dir sehr gerne anbieten, wenn du von uns irgendwann in der nächsten Zeit Hilfe brauchst, dann melde dich doch über Mail nochmal bei uns und in Bezug auf unser Gespräch. Ja. Vielleicht können wir dir, ich weiß nicht, ob es jetzt schon richtig ist, das zu tun, dann auch entsprechende Selbsthilfegruppen nennen, wohin du dich wenden könntest. Ich würde gerne sofort auch mit deiner Psychologin mal sprechen. Sehr gerne, sehr gerne. Ich wollte jetzt nur nicht zu nahe treten. Ja, natürlich, wenn du das gerne möchtest, ist das selbstverständlich. Dann machen wir das ja sogar jetzt schon. Ich finde, das ist auch eine gute Idee von dir, dass du jetzt schon darüber nachdenkst, dass du dann Gleichgesinnte, also Menschen, die dasselbe erlebt haben, treffen möchtest. Das ist richtig, das ist gut, das glaube ich. Das glaube ich. Weil ich meine, das Leben ist, wer sagt, das Leben ist einfach, der ist für mich ein Lügner, weil das Leben ist nie einfach gewesen. Und ich habe es halt schon früh genug miterlebt. Ich meine, meine Drogenabhängigkeit ist eine andere Geschichte. Ich habe es überlebt und darauf sollte man stolz sein. Und bloß jetzt das nach, das Leben ist kein Wunschkonzert, sagt immer ein Freund von mir. Jetzt nach so vielen Jahren wieder so einen Hammer zu kriegen, damit komme ich manchmal nicht klar. Ich sitze einfach da, ich sage, ja, das ist doch unglaublich. Ja? Wie soll ich denn damit umgehen? Ich wollte nur eine Familie. Ich meine, ich bin ein Mensch, der treu ist und der auch einen treuen Menschen gefunden hat. Und sowas zu finden, Domian, ist bekannt, ist schwer heutzutage, weil viele Leute nur an das eine denken und wollen Geld und das und dies, ja. Ja. So, insofern ist es wirklich gut, wenn du jetzt noch auch in aller Ruhe mit der Anja, meiner Psychologin, heute Nacht reden kannst. Kein Problem. Die dir auch dann die entsprechenden Adressen gibt. Gut. Ich wünsche für dich und deine Frau ganz, ganz viel Kraft und alles Gute für die nächste Zeit. Wirklich von ganzem Herzen, Ralf. Gut, du mein, wollte ich mal sagen, ich danke dir, dass es deine Sendung gibt und mach weiter so, solange du kannst. Dankeschön. Und ich hoffe, das machst du noch 20 Jahre oder 30 Jahre, keine Ahnung, weil du hilfst, du weißt gar nicht, wen du alles hilfst. Musst du mal, wenn du dich mal zusammen zurückziehst und darüber nachdenkst, manche Leute rufen an und du kannst wirklich eine Hilfe sein und dass du dann Verbindung schaffen kannst für solche Hilfe. Mach weiter so und sowas müsste es öfters geben wie dich. Ich danke dir wirklich sehr herzlich, Ralf. Vielen Dank. Okay. Jetzt legst du bitte auf und wir rufen dich gleich an. Also auflegen und dann rufen wir mich an. Genau, vielleicht nicht sofort, aber in den nächsten Minuten auf jeden Fall. Alles klar, dann danke ich dir. Okay, tschüss. Und weiter geht es mit Helga. Und Helga ist 70 Jahre alt. Guten Morgen, Helga. Guten Morgen, Domian. Schönen guten Morgen. Ich freue mich, dass ich durchgekommen bin. Ja, ich freue mich, dass du da bist. Ja, und zwar bin ich heute sehr verzweifelt. Ich habe unter mir eine Bewohnerin, die sehr, duftet, soll ich so ausdrücken, oder stinkt. Also im Haus, die unter dir wohnt? Ja. Eine Nachbarin? Ich bin vor 2,5 Jahren in betreutes Wohnen gezogen. Ja. Davor war ich in 8 Jahren in einer Wohnung, die Schimmel hatte und ich wusste nicht, dass Schimmel krank macht. Und wie das krank macht. Und Allergien bekommen. Es war zum Schluss so, ich konnte mich kaum noch auf den Beinen halten von einer Erkältung in die andere mit hohem Fieber. Dann bin ich hier eingezogen und glaubte mich so wunderbar aufgehoben. Ich habe mich richtig gefreut. Ich habe eine wunderschöne Zwei-Zimmer-Wohnung. Herrlich. Einen schönen Ausblick. Aber unter mir die Frau, ich meine, sie kann nichts dafür. Sie ist sie auch krank? Oder ist sie sehr? Sie hat eine Inkontinenz. Sie ist nicht die einzigste im Haus. Aber sie hat sich von Anfang an nie sauber gehalten. Und wie merkst du das denn? Zieht das durchs Fenster hoch oder durchs Treppenhaus oder wie? Durchs Treppenhaus, das wäre noch nicht mal schlimm, da bekomme ich es nicht ab. Einmal durch den Balkon, weil sie draußen ihren Eimer mit den Pampers hat. Und dann gerade auch im Sommer, dann waren die nicht eingepackt, denn den ganzen Tag gelagert.
Und wenn sie ihn aufmachte, also einen Balkon habe ich nie nützen können, überhaupt nicht. Aber das dürfte ja nun wirklich nicht sein, dass sie das auf den Balkon stellt. Kann man mit der Dame nicht reden? Ich habe Rote Kreuz eingeschaltet. Sie haben sie schon oder bemühen sich um sie. Das heißt, sagen wir mal so, sie bekommt alles vom Sozialamt gezahlt. Mhm. Dann, als es mit ihr anfing, das war aber erst ihr großes Geschäft, danach hat sie den Ventilator nicht eingeschaltet und die Abzüge hier im Haus sind ohne Klappe. Ah. Die Ventilatoren sind ohne Klappe versehen. Also so kann, so hat jeder gestankfreien Durchlauf. Ich verstehe, das heißt also, die Gerüche aus deiner Wohnung ziehen durch dieses Abluftsystem in deinem, zum Beispiel in dein Badezimmer rein. Ganz richtig. Ah, verstehe. Badezimmer, Küche und Küche ist ja gleich übergehend. Das ist aber ganz schlimm. Das ist aber ganz schlimm. Es war heute so extrem, so schlimm und ich habe nur gehofft, ich kann durchkommen. Ich musste mit jemandem sprechen. Sag mal, wem gehört denn das Haus? Ist das ein öffentlicher Träger oder das ist eine Baugesellschaft, ja. Und wenn man sich an die, es geht ja jetzt nicht darum, die Frau anzuschwärzen. Erstmal sollte man vielleicht wirklich persönlich mit der Frau reden. Vielleicht kann man das ja gütlich regeln. Habe ich alles getan. Das geht bei ihr hier rein und dort raus. Mhm. Also sie hat auch fast unfreundlich drauf reagiert, oder? Ja. Sie stinkt nicht. Gibt es denn noch andere im Haus, die auch belästigt werden mit dem... Da ist ein Herr, der wohnt wohl im Nebenhaus und hier ist dann immer ein Treffpunkt. Der hat das dann mit einem anderen Herrn zufällig mitbekommen, die sind im Flur gestanden. Sagte, er hat sie so fertig gemacht, er hat eine halbe Stunde auf sie eingeredet, dass sie sich überhaupt nicht schämt, als Frau sich so gehen zu lassen und sagt, bei mir stinkt's nicht. Und ich wenn, nehme an, sie riecht das selber gar nicht mehr. Ja, vielleicht. Ja. Hattest du da auch schon Kontakt mit der Wohnungsbaugesellschaft? Ich habe sie eingeschaltet, das heißt, ich bin erst zum Roten Kreuz, die betreuen das ganze Haus hier. Das heißt, die Betreuerin, die im Haus ist, hat ein Jahr lang nichts unternommen, überhaupt nichts. Dann frage ich mich, wofür sie im Haus ist. Dann bin ich selbst zum Roten Kreuz. Die Chefin hat sich dann mit der Baugesellschaft in Verbindung gesetzt. Die haben dann einen Termin ausgemacht, einen Besichtigungstermin, allerdings mit Voranmeldung. Sie hatte 8 Tage Zeit zum Putzen. Da ist gründlich bei ihr zum ersten Mal geputzt worden. Und auf dem Balkon standen dann auch keine Ob sie da... Moment, da war noch keine Inkontinenz. Nicht, dass ich durcheinander... Achso. Da war immer auf jeden ein Fall, großes Geschäft. Es kamen dann Leute und da war es relativ ordentlich. Und das ist natürlich wirklich eine Zwickmühle. Genau. Und ich habe, als sie zur Tür reinkam, habe ich gesagt, sie kommen zum falschen Zeitpunkt. Sie müssten am Abend kommen. Und für dich ist das wahrscheinlich auch ein Umzug macht man ja auch nicht mal so nebenher und schnell. Jetzt nochmal umzuziehen ist wahrscheinlich für dich auch sehr, sehr stressig, das zu überlegen, oder? Ich hab ein ganzes Jahr gebraucht, um mich von dem Umzug hierher gesundheitlich zu erholen. Ich war tief unten, ganz tief. Und ich bin froh, dass es mir jetzt so weit so gut geht. Es wäre alles so wunderschön. Weil du dich eigentlich in diesem Haus wohlfühlst, abgesehen von der einen Nachbarin? Ja. Und auch wir sitzen gemeinsam draußen. Sicher, ich habe einen enormen Hörschaden, der sich verschlechtert hat. Das ist beruflich bedingt gewesen, schon als junges Mädchen. Ja. Und jetzt sind es helle Stimmen, die ich kaum ertragen kann. Bestünde denn die Möglichkeit, innerhalb des Hauses, sofern dort was frei würde, umzuziehen, dass du ein bisschen... Habe ich angemeldet. Ah ja. Ich habe heute nur gedacht, ich war so verzweifelt, ich muss mit jemandem reden. Das ist aber auch wirklich eine schwierige Situation. Da weiß man ja gar nicht, was man da noch alles machen soll. Nein. Du hast ja schon so viel unternommen und es kommt nichts dabei rum. So ist es. Dann bleibt ja eigentlich irgendwann nur noch dass man selbst versucht zu gehen oder sich etwas zu verändern. Aber das hast du jetzt auch schon in die Wege geleitet. Ja, natürlich. Aber auch das ist natürlich verbunden, selbst wenn man innerhalb eines Hauses umzieht, mit viel Stress und Umständen und auch Kosten eventuell, wenn noch irgendwas neu gemacht werden muss. Ja. Also es ist auch nicht eine einfache Sache, die man mal eben so nebenher macht.
Nein, ganz bestimmt nicht. Ich habe, was wollte ich gerade sagen? Aber vielleicht solltest du noch mal überlegen, ob man vielleicht, bist du im Mieterbund zum Beispiel? Muss ich reingehen. Mhm. Weil das sind natürlich auch mal sehr kompetente Beratungen, die man da bekommt. Ja. Wir beide sind Laien und wir stochern jetzt im Nebel. Aber da, wenn du da mit den Leuten redest, die wissen vielleicht auch diese Spezialfälle, das ist ja ein Spezialhaus, in dem du da wohnst. Ja. Wie man sich da wehrt und was man tun könnte, wäre sicher eine ganz gute Sache. Ja. Ja. Also so schnell sollte man ja auch nicht aufgeben. Aber man darf sich auch nicht die Nerven fertig machen. Das ist ja immer so ein Abwägen, wie sehr soll man sich reinhängen oder dass man irgendwann sagt, okay, ich gehe. Ich habe schon versucht, ruhig zu bleiben, denn das Ganze geht jetzt 2 Jahre. Das ist schon lange. Das ist lange. Das ist verdammt lang. Und manches Mal habe ich den Eindruck, dass man mir das Ganze überhaupt gar nicht mehr abnimmt, weil sie zu den Zeiten kommen, wo alles in Ordnung ist. Oder aber als ich dem Roten Kreuz meldete, so wie, also morgens wird sie gewaschen, einmal in der Woche gebadet, es kommt eine Putzfrau und ihre Wäsche wird gewaschen. Mhm. Aber nach morgens, wenn sie gewaschen wurde, war sie dann 24 Stunden allein. Mhm. Und in diesen 24 Stunden hat sich dann alles abgespielt. Verstehe. Als ich dann dem Roten Kreuz dies jetzt mitgeteilt habe, kommt abends die Schwester, die trotzdem im Haus ist, dass sie mal bei ihr reinguckt. Mhm. Aber dass sie dann jetzt zu dieser Zeit auch geruchsfrei hat, das liegt ja auf der Hand. Mhm. Und auch ihr, sie hat einen Betreuer auch gestellt. Der war mal im Haus und der hat das ganze Haus, hat man ihn schreien hören, wenn er das einmal noch erlebt, diesen Gestank. Mhm. Aber dann ist etwas los. Sehen Sie, siehst du, auch er hat es mitbekommen. Und jetzt weiß sie, er kommt alle 14 Tage, entweder Mittwoch oder Donnerstag. Ja. Und dann richtet sie sich ein und es ist in Ordnung. Also, wir werden es nicht lösen, das Problem, wir beide, Helga. Nein, tun wir nicht. Aber vielleicht wäre das doch wirklich eine Überlegung mit dem Mieterbund, dass du dich da doch nochmal verstärkt informierst. Das werde ich tun. Und vielleicht gibt es da doch irgendeine Idee oder ein schlaues Vorgehen, was man dir raten könnte. Ja. Mensch, jetzt halt die Ohren steif. Oh ja. Und hoffentlich wird da vielleicht in dem Haus doch sehr bald was frei, dass du da vielleicht in eine andere Etage ziehen kannst oder ein bisschen weiter weg von der Frau, damit du endlich deine Ruhe findest. Eben, es wäre wunderschön. Und in Ruhe wohnen kannst, das ist ja super wichtig, auch vor allen Dingen im Alter. Oh ja. Ja. Das ist sehr wichtig. Liebe Helga. Domina. Es hat mich gefreut, dich kennengelernt zu haben. Danke, ich habe mich auch gefreut. Vielen Dank, auch und, wenn es ein unangenehmes Thema war. Naja gut, aber ich hoffe, dass das Problem bald gelöst wird und dass du deine Ruhe dann hast und deinen Frieden. Ja. Alles Gute. Ich werde weiter zuhören. Sehr nett. Tschüss. Tschüss. Und hier ist Christian Alexander, 19 Jahre. Hallo. Hallo. Ein langer Doppelname. Ja. Und du legst Wert darauf, dass man auch Christian Alexander sagt. Meistens sagen welche Chris und manche sagen Alex. Aber ich sag jetzt mal Christian Alexander. Gut. Alexander, 19 Jahre. Was ist dein Thema, Christian Alexander? Ja, ich hatte längere Zeit öfters Kopfschmerzen. Ja. Und bin dann gestern erst einmal zu meinem Hausarzt gewesen. Mhm. Und dann bin ich nach Bocholt im Krankenhaus gekommen und dann haben die ein CT gemacht und dann haben die festgestellt, dass ich einen Gehirntumor habe. Wie, gestern zum Hausarzt und dann gleich CT? Ja. So schnell, einem Tag? Ja. Das ist aber ungewöhnlich. Ja, weil es halt ziemlich stressig gewesen. Ich studiere und musste mein Studium auch deswegen abbrechen, wegen diesen starken Kopfschmerzen. So, es ist gestern diagnostiziert worden, dass du einen Gehirntumor hast. Ja. Hat man dir etwas Näheres dazu gesagt? Ja, wie groß und? Also die haben mir nur gesagt, dass das, also ich verstehe auch natürlich nicht die Ärztesprache. Also jedenfalls weiß ich, dass der 7 Zentimeter groß ist. 7 Zentimeter oder Millimeter? Ja. Zentimeter. 7 Zentimeter? Ja. Durchschnitt oder Länge oder? Ich weiß nicht ganz genau, Durchschnitt oder Länge, ich bin mir nicht ganz sicher. Also ich habe nur die Bilder gesehen und diesen dunklen Fleck gesehen. Mhm. Auf den CT-Bildern und MRT-Bildern und ja.
Nächste Woche Donnerstag wird halt operiert. Ach so, das ist jetzt die Vorgehensweise. Es wird, wird operiert. Weiß man über den, man weiß nicht, ob das ein bösartiger Tumor ist? Also mir wurde gesagt, dass es wohl ein gutartiger ist. Aber ist halt trotzdem gefährlich, wenn er weiter wächst. Ja, gutartig würde bedeuten, dass man operiert wird, was natürlich schon ein Risiko hat. Aber danach hätte man die Chance, wieder ganz gesund zu sein. Hätte man, ja, wenn das gut klappt, ja. Aber man weiß auch nicht, ob er dann vielleicht doch wieder nachwächst und so. Mhm. Du hast es bemerkt, ausschließlich aufgrund der Kopfschmerzen oder war sonst irgendwas, dass du ein Kribbeln hattest oder Sehschmerzen? Also richtig Kopfschmerzen, also so, dass ich auch schon mal irgendwie im Studium geschrien habe, also während der Hörsaalvorsitzung oder so. So schlimm? Ja. Was studierst du? BWL. BWL. Mhm. Ist ja Schock. Ja. Das ist ja ein Schock. Ja. Das ist ja, wir hatten gestern das Thema Jungen vom Schicksal getroffen. Das ist ja genau jetzt, genau das ist ja dein Thema. Mit 19 Jahren. Ja. Übrigens, mit 19 Jahren studierst du schon? So früh? Ja, ich habe mit, ich war mit 15 mit der Schule fertig und habe mit 17 mein Fachabitur gemacht. Wow, aber ganz fleißiger. Ja. Wie ist denn das jetzt für dich? Wie gehst du denn damit um mit dieser doch sehr schwerwiegenden Diagnose? Ja, meine beste Freundin versucht mich immer so auf Laune zu halten. Ich wohne auch mit einer Freundin zusammen. Das ist ja alles nur so irre frisch. Nur wenn du es gestern erst erfahren hast, oder jetzt, besser gesagt vorgestern jetzt, aber... Ja. Was sagen deine Eltern? Meine Eltern, die wohnen halt ein bisschen weiter weg. Mhm. Sind sehr geschäftsfähig. Meine Mutter ist Anwältin. Mein Vater ist Bankkaufmann, hat auch selber zwei große Banken in den Niederlanden. Mhm. Und können halt nicht so jetzt kommen, aber die kommen zum Wochenende runter. Wie viele Kilometer wohnt ihr auseinander? Das sind fast, 350. Ja, na gut, das ist ja nicht so weit. Ja. Mhm. Und da steht nächste Woche jetzt schon ein OP-Termin fest. Ja, genau. Hat man dir schon etwas Näheres gesagt, wie das so ablaufen wird und was für Risiken mit der OP verbunden sind? Also Risiken könnten halt sein, dass dann, was schiefgehen kann, dass sie dann nicht alles entfernen können, dass dann halt mit Chemo weitergearbeitet wird. Mhm. Dass dann natürlich ein totaler Ausfall erstmal meines Lebens wäre, sag ich mal. Mhm. Ja, und bis jetzt, wenn alles so gut läuft, wie der Chefarzt sich das vorstellt, dann hoffen wir mal, dass das klappt, dass ich wieder freudenstrahlend wieder durchs Leben laufen kann. Ja. Wie lange dauert das? Haben die irgendwas gesagt, wie lange man sich dann von so einer Operation wieder... Also ich bleibe erstmal höchstens 3 bis 4 Wochen im Krankenhaus. 3 bis 4 Wochen im Krankenhaus. Mhm. Auch weiter weg von meinem Zuhause, weil halt bei uns zu Hause in der Nähe das Krankenhaus hat keine neurologische Abteilung. Mhm. Hast du denn das Gefühl, dass du jetzt, das ging jetzt alles sehr schnell, dass du da jetzt auch richtig in guten Händen bist, fachärztlich und chirurgisch? Ja, doch, eigentlich schon. Das schon. Das sind also Spezialisten, also, die sowas... Wurde mir auch von meiner Hausärztin empfohlen, da hinzufahren. Ah ja. Was immer wichtig ist, dass es Leute sind, die sich wirklich sehr oft damit beschäftigen, und man kann ja heutzutage so einen Ruf sich schon, also nach einem Ruf sich schon erkundigen von einer Klinik. Und ja. Was für Gedanken schießen dir so durch den Kopf? Ja, ich weiß nicht so, oder ob das viele halt, ne? Also könnte sein, dass so, ja, halt so, weiß ich nicht, ich denke mir dann halt so manchmal so, kann ja nicht sein, dass ich jetzt mit 20 schon mein Leben aufgeben muss oder so. Mhm. Weil ich halt ein sehr lebensfroher Mensch bin. Ich bringe eigentlich immer viele Leute zum Lachen. Mhm. Ja, aber ich könnte mir vorstellen, dass das wirklich alles so durch den Kopf geht. Ja. Dass man dann auch plötzlich als 19-Jähriger komplett anders denkt als vorher. Ja, dann denkt man irgendwie nur noch so drüber nach, so was, weiß ich nicht, was macht man jetzt noch, was ist wichtig. Ja. Man weiß ja nicht, was passieren könnte, ne? Ja. Wobei, das hört sich ja schon alles doch sehr hoffnungsvoll an, und wenn die auch schon gesagt haben, aufgrund dessen, wie er wohl aussieht, dass sie vermuten, dass es ein gutartiger Tumor ist, ist das ja auch schon mal alles sehr gut. Aber dennoch ist es auch menschlich, glaube ich, dass man dann auch an das Schlimmste denkt. Ja. Und das halt auch alles so durchgeht. Du hast gerade gesagt, du wohnst mit einer Freundin zusammen? Ja, mit einer Freundin, einer, genau, ja. Ja. Hast du denn, hast du auch eine Beziehung im Moment? Ja, mit meinem Freund, ja. Mit deinem Freund. Wie nimmt der das jetzt auf? Ja, der kommt halt gar nicht so klar. Er ist auch sowieso ein bisschen, also sehr, eher sehr ruhiger Mensch. Mhm. So versucht alles ein bisschen positiv zu sehen. Mhm.
aber hat auch nicht so, sag ich jetzt mal, so viel Zeit für mich, weil er halt sehr viel arbeiten muss, muss immer bis 22 Uhr im Geschäft sein. Wie alt ist er? Er ist 22. Und ja, ist wahrscheinlich auch überfordert im Moment, ne? Ja. Auch geschockt und überfordert mit so einer Diagnose. Bist du ein bisschen enttäuscht, dass er... Ich nehme ihn das nicht übel. Dann wacht erst mal ab. Es sind ja mal gerade erst 2 Tage ins Land gestrichen. Ja. Das heißt, er ist dann aber auch nicht in der Nähe von der Klinik, wo du operiert wirst. Die 2 Städte sind halt nur mit dem Zug 25 Minuten entfernt. Ach so, na gut, dann geht das ja. Ja. Aber ich höre daraus, da ist schon so ein Umfeld, du stehst nicht allein auf der Welt. Genau. Da sind Freunde und sogar ein Partner ist da. Ja. Und die Eltern reisen jetzt am Wochenende auch erstmal an. Ja. Also ist das schon mal ganz gut. Ja, eigentlich schon. Mensch, Christian Alexander. Weißt du, was ich gerne machen möchte? Ich möchte gerne mit dir telefonieren, wieder, wenn du aus dem Krankenhaus raus bist. Ja. Wie verbleiben wir da? Wir könnten ja so verbleiben, dass wir dich vielleicht in 4 Wochen so nochmal anrufen. Mhm. Wenn du einverstanden wärst. Ja. Und dann unterhalten wir beide uns nochmal. Ja. Wenn du früher sprechen kannst, könntest du dich ja per Mail melden. Mhm. Und dann unterhalten wir uns, wie alles gelaufen ist. Ja. Jetzt weißt du aber, wer dir alles die Daumen drückt. Ja. Tausende und Hunderttausende drücken dir jetzt die Daumen. Ja. Wirklich, das... dass es gut geht und dass du das gut überstehst und dass das dann ein Schrecken war, aber dass der ein schnelles Ende findet. Ja. Ne? Wann? An welchem Tag ist die OP nächste Woche? Donnerstag. Am Donnerstag. Den 25. Am 25. Von Herzen alles Gute. Toi, toi, toi. Dass du da gut rauskommst aus der Sache. Und ich freue mich sehr, wenn wir dann wieder sprechen können in ein paar Wochen. Ja, ich will es hoffen. Ja, na, denk daran nicht. Ja, auf jeden Fall. Also, toi, 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 Christian Alexander. Danke. Und bis in ein paar Wochen. Ja, alles klar. Tschüss. Danke, tschüss. So, jetzt geht es weiter mit der Nadine. Und Nadine ist 23 Jahre alt. Guten Morgen. Hallo, Domian. Hallo, Nadine. Um was geht's bei dir? Ich habe meinen Freund in einer Suchtklinik kennengelernt. Mhm. Er ist 37, hat 3 Kinder und ist verheiratet. 37, 3 Kinder und eine Frau. Genau, wir leben aber getrennt. Mhm. Ich bin jetzt mit ihm fast ein Jahr zusammen. Mhm. Wir haben 6 Monate zusammen gewohnt, war aber von Anfang an so abgemacht, dass wir erstmal getrennt wurden, nur ich wollte nicht zurück in die Wohnung meines Ex-Freundes. Mhm. Lass mich kurz fragen, du warst in einer, also ihr wart beide in einer Suchtklinik? Wir waren in einer Suchtklinik. Weswegen warst du da? Depressionen und Alkohol und er auch. Ah ja, mhm. Und das ist jetzt nur so als Vorgrundinformation, habt ihr beide das im Griff, den Alkohol? In den 6 Monaten, wo wir zusammen gewohnt haben, also wir wohnen jetzt 2 Monate auseinander, führen halt eine Fernbeziehung. Mhm. In den 6 Monaten hatten wir Rückfälle, er hat seinen Führerschein verloren. Mhm. Ja. Du hattest auch Rückfälle? Ja, wir das beide hat, zusammen. Wie viele Rückfälle? Etliche. Etliche. Das heißt, du hängst wieder an der Flasche? Nee, im Moment nicht. Er auch nicht. Er geht zur Tagesklinik. Mhm. Bei mir ist das nicht so schlimm mit dem Alkohol. Ich habe eigentlich mehr Depression. Mhm. Bist du denn weiter auch gehst du auch in, geht er in eine Tagesklinik oder du oder ihr beide? Also er macht das, nur ich nicht. Bist du denn in ärztlicher Behandlung im Moment? Nee, im Moment nicht. Ja. Ja, und ich war jetzt auch bei ihm gewesen, bin heute auch zurückgekommen und er redet halt immer von Abstand und er müsste erstmal nachdenken, was alles so passiert ist und ja, ich weiß auch nicht mehr, wie ich damit umgehen soll. Wie viele Kilometer wohnt ihr auseinander? Also mit dem Auto ist es 1/2 Stunde. Ja. Wenn ich mit dem Zug fahre, sind es 2 Stunden. 2 Stunden? Mit dem Zug. Also was ist das denn für ein Bummelzug mit ja. Lokführerstreik oder so. Nee, aber das ist dann also eine komplizierte Strecke irgendwie, die länger dauert. Jetzt habe ich gerade am Anfang nicht richtig mitbekommen. Ihr habt eine Weile zusammen gewohnt. Genau, 6 Monate. Mhm. Und da gab es auch schon Schwierigkeiten und Nervereien, Probleme, Stress? Ja,
gab es wegen dem Alkohol und ich weiß nicht, konnte da so schlecht mit umgehen, dass da halt drei Kinder sind und seine Frau und ja, heute hat er mir zum Beispiel gesagt, dass er wichtig ist und seine Kinder und dass er halt eigentlich gar keinen Platz hat für eine neue Beziehung, aber dass er halt trotzdem mit mir zusammen sein möchte. Was, wie soll das denn gehen? Also er hat keinen Platz für eine neue Beziehung, er will immer mit dir zusammen sein. Ja. Aber nicht als Beziehung oder wie? Doch, er liebt mich schon, hat er gesagt, aber eigentlich hätte er keinen Platz für eine neue Beziehung, aber er möchte halt auch nicht mit mir auseinander sein. Mhm. Aber die Sache mit seiner Frau, die ist schon klar, die sind getrennt. Die sind getrennt, die weiß auch von mir und ich verstehe mich auch eigentlich ganz gut mit ihr. Ach so. Ja. Ich meine, da sind wahrscheinlich ganz viele Baustellen, mit denen er beschäftigt ist. Ja, er ist so viel mit sich selber beschäftigt und ich habe das Gefühl, dass er mich beiseite schiebt. Mhm. Und ich habe ihn auch ganz anders kennengelernt. Also ich weiß nicht, ich kenne ihn so nicht. Aber vielleicht ist das ja erstmal eine ganz, vielleicht gar nicht so eine dumme Idee, wenn er sagt, erstmal, ne, so hast du es doch gerade erzählt, dass er ein bisschen auf Abstand gehen möchte, ohne dich zu verlieren. Genau. Vielleicht ist das sogar die richtige Methode, vielleicht erstmal ein bisschen Ruhe in die ganze Sache zu kriegen. Er ist alkoholabhängig, er ist depressionserkrankt. Er hat Rückfälle gehabt, er geht in die Tagesklinik. Das heißt, er muss sich ja vielleicht auch erstmal so ein bisschen wieder ordnen und sich stabilisieren. Vielleicht ist es ja sogar sehr gut, wenn man dann erstmal ein bisschen auf Abstand geht. Könntest du das denn? Ja, wir sind ja jetzt schon, ne, auf Abstand, sag ich mal. Nur ich war jetzt auch jedes Wochenende fast bei ihm und er meinte, dass er das eigentlich gar nicht so wollte, ne? Dann, ein bisschen mehr Abstand. Dann muss man das, dann musst du dich diesem Willen beugen. Was bleibt dir anders übrig? Weil er das so sagt. Aber er sagt ja auch, dass er dich will. Aber manchmal habe ich so das Gefühl, dass er das so langsam, ja, vielleicht beenden möchte. Mhm. Ja, aber obwohl er das eigentlich immer sagt, ich würde so negativ reden und ich würde mir das alles selber kaputt machen. Mhm. Aber es kann ja wirklich sein, dass er im Moment einfach ein bisschen mehr Zeit für sich haben möchte, um sein Leben zu klären. Gib ihm und euch doch einfach mal die Chance. Ich meine, das tut schon weh, wenn er so sagt, ne, er ist jetzt wichtig und seine Kinder. Ja. Und ja, aber das musst du, auch verstehen. Natürlich sind seine Kinder absolut wichtig. Klar, die musst du auch akzeptieren, dass die da sind. Die sind für ihn wahrscheinlich das Allerwichtigste in seinem Leben und so ist es ja auch normal. Irgendwann wird natürlich auch eine Partnerschaft, eine Liebe wieder eine extreme Wichtigkeit bekommen, aber die Kinder sind nun mal da und die liebt ein Vater. Ja, das verstehe ich ja auch. Ich verstehe mich auch mit den Kindern, ne? Nur er hat sich ja auch so verändert. Der war ja am Anfang noch gar nicht so, ne? Also er meinte, ich hätte mich verändert, ich wäre abweisend zu ihm und aber dabei ist er das, der so ist. Ist jetzt sehr schwer, so in der Kürze der Zeit und aus der Ferne zu klären. So intuitiv würde ich erstmal so sagen, verhalte dich seinem Wunsch gemäß. Da kannst du erstmal nichts falsch machen. Ich würde dich aber bitten, jetzt aufzulegen und wir rufen dich gleich nochmal an, weil die Sendung jetzt vorbei ist. Ja, liebe Nadine, wir melden uns gleich nochmal bei dir. Ja, tschüss. Ihr Lieben, in der Technik war Michael Verhoeven und unser Thema morgen heißt, ich kann mein Glück kaum fassen. Ich möchte mit Menschen sprechen, die genau das sagen, aus welchen Gründen auch immer. Ich kann mein Glück kaum fassen. 1 Uhr Radio ist live, 1 Uhr.